Game over! So Leute, und wir kommen zurück zu Resident Evil 2. Ich habe ja jetzt die erste Folge hochgeladen und ich werde auch sofort weiterspielen, weil ich will jetzt erstmal, ich möchte gerne das Polizeistadium oder hier die Polizeistation, die möchte ich gerne doch dann wohl erstmal erreichen. So, oh, das ist unser Ziel jetzt erstmal. Freeze! Ja, nun bleib mal cool. Leg die Knarre weg. What are you doing here? Diesen komischen. Hold your fire! Ja, I'm a human! Komischen Pixelblock. Ja. Oh, sorry about that. Sorry about that. I thought you were one of them. Irgendwie leckt das gerade total. What's going on in this town? Ach, keine Ahnung, egal. So. Ja, in der ersten Folge bin ich ja. Mehr oder weniger verreckt. Und ja. Ich hoffe, ich habe jetzt alle zu richtig eingestellt. Ja, eigentlich schon. So, wir gehen erstmal hier hinten hin. Und nehmen erstmal. Nein. Da, das nehmen wir erstmal mit. Genau. Patronen, weil das brauchen wir. Warte mal, ich will mal kurz was testen. Irgendwie will er nicht machen, wa? Okay. Ja, ich hab eigentlich gedacht, dass ich gerade irgendwie so, boah, ich erschreck mich jedes Mal, Alter. Ja, ihr fresst euch mal tot, ich hol mir die Knarre schnell. Und bevor der mich auch da irgendwie da, so. Und weg hier. Und gleich noch das hier genommen. Genau. Patronen mitgenommen. Danke. Ist noch was? Komm schon. Muss hier noch irgendwo Patronen sein? Oder? Ja? Okay, bloß weg hier. Bevor die. Okay. So, die Knarre haben wir jetzt erstmal. Und, ja. So ist jetzt mal dazu, wa? So, jetzt sind wir wieder. Ach, hier sind wir wieder. Nee, das machen wir anders. Wir warten, bis der. Bis die B-Typen uns quasi verfolgen. Ui, auf jeden Fall kriegen wir mal irgendwie 15 Schuss dazu, wa? Das ist ja auch wie im ersten Teil. Obwohl wir da nur ein Schussmagazin haben. Beziehungsweise. So. Lass mich los! Hure! Lass mich los! Hure! Verschwinde! Okay. Moment mal, was sagt mein Status? Okay, nur noch gut. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass ich mit Kreis da rufieren kann und dann da mit Dreieck abbrechen kann. Okay. Ach nee, hier war ja nichts gewesen, stimmt ja. Da war ja was. Also nichts, meine Gitter. Dann muss ich mal gleich aufpassen wegen der alten da unten. Der werde ich mal direkt einen Kopfschutz setzen. Wo sind die? Da ist er. Oder ich mach das. Oh. Nein! Lass mich los! Schloss, du Hure! Bitch! Wow, alles cool! Wow, noch mehr Leute! Okay. Hab ich. Ach ja, das war ja die. Moment. Das war ja die Stelle, wo ich das erste Mal verreckt bin. So. Ausgerüstet hier. So, wir versuchen mal irgendwie dazu vorbeizukommen. Vielleicht steht ja. Ja, Tatsache, wir kommen vorbei. Okay, ist schon mal geil. Was ist denn hier? Ich kann in den Busch einsteigen. Okay. Oh, Munition. Ist ja schon mal gut. Aber ich will mal kurz was. Hoppala, Entschuldigung. Wie sieht denn der Messerangriff aus?
Mann. Oh. Das ist los! Hure! Okay, mit Messerangriff, das wird erstmal nicht. Wow. Wow. Okay, der ist tot. Der ist definitiv tot, oder? Warte mal. Der kann doch nicht tot sein, oder? Nee, 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 nee. Den Braten drückt nicht über den Weg. Aber irgendwie ist der, sieht der Messerangriff ein bisschen komisch aus, oder? Da, wenn ich mal so sagen darf. Und die sehen auch nicht so aus, als würden sie ausbluten irgendwie. Das ist ja mal ein bekanntes Zeichen gewesen. Kein Lebenszeichen. Das ist ja mal ein Zeichen gewesen von, dass die dann halt auch wirklich tot sind. Hand. Okay, Moment, Leute, ich muss mal kurz einstellen jetzt hier, weil das geht mir nämlich ziemlich um den Sack. Config. Manuell. Ey! Nee. Wechseln? Was ist denn wechseln? Okay, irgendwie bin ich gerade ein wenig überfordert. Typ C. Mhm. Ja gut, dann werde ich mich wohl dran gewöhnen müssen. Mit der, mit dem Inventar und mit dem Abbruch und etc. und so eine Scheiße halt, wa? Ja, nee, ich leg mich nicht mit Zombies an. Oh, 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 wow, 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 alle immer weg. Wow, 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 wow. Was ist los? Hurra! Ich bin fast tot. Oh, das ist scheiße. Das ist mega scheiße, aber... Ja, genau hier wollten wir hin. Oh, der nächste. Da ist der nächste. Stopp doch! Stopp doch! Headshot! So, die Fotzen sind tot. Ey, ich brauch, ey. Warte mal. Ich bin, oh, ich bin im vorsichtigen Bereich. Ich brauche dringend ein grünes Kraut. Wo kriege ich hier irgendwas, irgendwas? Grünes Kraut? Was ist denn da? Okay, da ist Police Station. Das ist schon mal geil. Aber ich muss irgendwo erstmal ein grünes Kraut finden. Vielleicht bin ich ja auch ein grünes Kraut vorbeigerannt oder so. Was ist denn hier unten? Wo laufe ich hier hin? Ich hätte es mir gar nicht so schwer machen brauchen, anscheinend, so wie es aussieht, war. Wenn ich jetzt da um... Ist nicht dein Ernst. Oh, ein grünes Kraut. Ich glaube bitte nicht. Oh, das ist ja mal geil. Also, Moment. Benutzen. Ich bin jetzt wieder im grünen Bereich. Okay. Ich habe ein grünes Kraut gefunden. Okay, vielleicht finde ich ja noch so ein grünes Kraut hier irgendwo. Und wieder so drinne. Okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay, dann gehen wir nochmal hier vorne in den Garten rein. Oder was auch immer das sein soll. Dann gucken wir mal hier. Nee, okay. Nee, okay. Und hier vorne? Irgendwie ein grünes Kraut oder so? Ich, nee? Willst du mir nicht ausspucken? Ah, guck mal, hier vorne. Das sieht ja auch schon komisch aus, oder? Ne? Nee? Nichts? Oh, komm, bitte. Wenigstens ein grünes Kraut möchte ich doch haben, oder? Gut, okay. Hallo, Raccoon Police Department. Willkommen. So, Leute, ich hab's geschafft. mehr oder weniger heile anzukommen. Hm. Oh, 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 oh. Das größte Polizeirevier, was ich je gesehen habe, ja? Okay, wir gucken erstmal alle komplett drauf. Wir. Elektronisch verschlossen. What the heck? Okay. So. Ich sollte ja hier eigentlich Claire treffen, oder? Was ist denn hier? Ein alter Brunnen, da steht geschrieben, um den Schlüssel zu bekommen. Öffne dein Herz und blablabla. Wunderschönes. Okay. Ich geh einfach mal um. Elektronisch verschlossen. What the heck? Ist hier wirklich alt zu? Ey, okay. Hier scheint wirklich alles zu sein. Oh, Munition. Nehme ich mit. Sehr schön.
Eine Schreibmaschine und ein Farbband, so wie ich das gerade sehe, war ja. Okay, zwei Farbbänder, alles klar. Aber ich speichere noch nicht ab, weil ich will zocken. Ich will, wenn sie komplett, ja, mach mal bitte. Door Lock System, Türen verschlossen. Was? Ich bin, nein. Ach, die Mucke, alles klar. Die haben wir nämlich, nein. Die haben wir, ich glaube, sogar im Intro gesehen. Also dieses, ja, whatever. So, oh, die eine Tür ist offen. Oh, ich glaube dir nicht. Ich kann da durchgucken, also durchgehen. Oh nein, das hört sich schon wieder so mysteriös kacke an. Boah, hast du mich gerade erschrocken, Alter. Oh, man. Who are you? Oh, you must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. Hmm. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But just go. Fine, but I'm coming back for you. Just hold on. Mm-hmm. Hey, wow, ich war doch noch gar nicht fertig. Darum war noch mehr oder weniger. Nein, ich. Dieser Hurennigger, Alter. Jetzt hat er die Tür zugemacht. Ich glaub das da nicht. Ich war doch noch gar nicht fertig damit. Vor allem, wie kann er sich denn bitte da. Er liegt da fast tot, halbtot, besser gesagt. Und. Er kann aufstehen, auf einmal die Tür zu machen. Never ever. Lock it, unlock it, die ja, blaue Karte benutzen, okay. Aber die Mucke ist cool, die finde ich nice, okay. Ja, die Stelle ist cool. Okay, die Tür ist offen und die andere Tür ist offen. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Wo gehen wir als erstes lang? Ich brauche am besten erstmal eine Karte. Ich brauche eine Karte, aber wir gehen. Warte mal. Karte. Ja, das ist scheiße. Der Raum ist auf jeden Fall zu, da oben. Komm, wir gehen mal durch die große Tür. Große Türen sagen immer irgendwie Zombie-Bereich und da kann man eventuell ein paar Sachen finden. Also gehe ich da mal rein. Ach, kick meine an, Kiste. Ach, kick meine an, was haben wir denn hier noch? Was ist denn das da? Polizei-Memoradium. Oder? Richtig? Memorandum, okay. Während des Umbaus des Reviers mussten leider einige vertraute Einrichtungen etwas umrangiert werden. Der Safe mit Alpha-Fischling-Code wurde den STARS-Büro im ersten Stock des östlichen Büros im Erdgeschoss gebracht. 2263. Okay. Alles klar. Also, sobald wir einen Safe finden, vierstellige Zahl eingeben. So, Farbbahn bräuchte ich erstmal nicht. Was liegt denn hier? Ist hier irgendwas? Der Empfang zum Büro. Okay. Okay, uno momento, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal jeden hier rum durchforsten. Die Schublade ist verschlossen. Okay, das ist kacke. Das heißt, hier muss doch wahrscheinlich irgendwo auch so eine wieder so eine kleine Schlüssel rumliegen. Nichts Außergewöhnliches hier. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist doch, was ist denn, ist das Monument oder sowas? Jetzt weiß ich, keine Ahnung. Aber halt, vielleicht blinkt da hier irgendwas. Warte mal, ist hier irgendwas? Nee. Nee. Okay, gut. Ab durch die nächste Tür. Wo? Hab ich mich. Alter Verwalter. Da krieg ich schon wieder die übelste Kotzerei. Oh, okay. Nein.
mit dem Viechern ist garantiert nicht zu spaßen. Ist nicht. Ist ja mal gar nicht drin. Sein Kopf erscheint abgedreht worden sein. Was? Abgedreht? Steht er sich mal vorher. Euch dreht jemand den Kopf rum. Halt! Moment, da blinkt was. Was ist denn hier? Der Aufzugschalter für die Sperre. Er funktioniert. Das Kabel ist durchtrennt. Oh oh. Hört ihr das? Da tropft Blut runter. Aber, mal gucken, vielleicht kriegt er es verschlossen. Und im Schluss noch ist ein Peak eingraviert. Mm. Blut. Wie Leon aussieht, ja? Darf ich vorstellen? Ein Lecker. Erschaffen durch die direkte Initiierung des T-Virus. So, du kriegst erstmal gleich eine fette Schrotladung in die Fresse. Komm her! Bitch, Alter. Wow! Der ist tot. Der ist definitiv. Der ist sowas von scheiße tot. Ja, komm, kroll dich da weiter runter rum. Oh, ein grünes Kraut. Oh, oh, oh. Nimm ich mit. Nimm ich mit. Kann ich gut gebrauchen. Und diese Fick aber auch cool, dass Leon jetzt 8 Plätze hat. Weil das ist mega nice. Das gefällt mir. So muss ich nicht immer hin und her rennen und zu den Kisten latschen und sowas und dies und das und jenes. Oh, what the fuck? Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, das sieht doch schon wieder so aus, als würde gleich aus irgendeiner Ecke irgendwas rausspringen. Wenn ich das hier schon so sehe, Alter. Oh, Alter, wehe. Wehe, wagt es euch, Alter. Okay, macht er nicht gut. Wagt es dir, wag es dir. Okay. Ey, ich brauche am besten erstmal eine Karte. Nee. Okay, wir gehen erstmal komplett zurück, den ganzen Raum. Und da wir versuchen, mal kurz hier in die große Tür reinzugehen. Die ist offen? Warum ist die offen? Okay. Gut. Ja. Oh, da. Vielleicht liegt da. Vielleicht habe ich ja hier Glück. Habe ich Glück? Habe ich Glück? Habe ich Glück? What the fuck? Ich habe kein Glück. So ein Dreck aber auch. Welch ein Jammer. Aber ich guck mal hier rum, hier rum. Leere Cola-Dosen. Okay. Die Mucke gefällt mir mal ganz und gar nicht gerade, ja? Wenn ich das mal so sagen darf. Ah, da drüben liegt was. Eine Notiz. Einsatzbericht. Das Polizeirevier von Raccoon City wurde unerwartet von Zombies angegriffen. Viele wurden verwundet. Noch mehr wurden getötet. Während des Umbrellas... Nee, während des Umbrellas... Oh, ach nee, während des Überfalls... Ich lese schon automatisch Umbrella, weil er dreht sich eigentlich am Umbrella. Während des Überfalls wurde die gesamte... Kommunikation von uns zerstört. Wir haben keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Okay, wir haben einen Einsatz beschlossen, der nicht zu eventuellen Überlebenden in Sicherheit führt, sondern auch verhindern soll, dass sich diese Plage weiterhin über die Grenze von Raccoon City weg ausbreitet. Die Einzelheiten wie folgt. Sicherheit von Waffen und Munition. Besonders im Hinblick auf einige ungeklärte Zwischenfälle in der nächsten Zeit. Mhm. Genau am Tag vor dem Angriff der Zombies gab er Anweisungen, auf alle Waffen auf versteckte Punkte im Gebäude zu verteilen. Als kurzfristige Maßnahme, um ihre Erbeutung durch Unbefugtes zu verhindern. Okay. Halt, Moment, ich habe noch nicht alles durchgelesen. Alle Munitionsdepots wiederzufinden. Diese Verstecke zu finden für uns höchste Dringlichkeitsstufe. Okay. Das Schloss in der Waffenkammer oder an der Waffenkammer. Wie schon erwähnt, wird es uns sehr schwierig, die ganze Munition wiederzufinden. Zwar befindet sich immer noch ein Großteil in der unterirdischen Waffenkammer. Interessant. Da wollen wir mal gleich hingehen. Hoffe ich mal, irgendwie, wenn wir können. Aber der Beamte, der die Schließkarte für das Sicherheitsschloss an seiner Obhut hatte, ist seit dem Angriff bedauerlicherweise verschwunden. Wir haben also keinen Schlüssel. Außerdem ging während der Kämpfe einer der Sicherheitsunterbrecher für den elektrischen Strom kaputt. Und die elektrischen Schlösser in einigen Bereichen sind ausgefallen. Daher ist es
ist unsere wichtigste Aufgabe, den Strom im E-Raum wiederherzustellen, damit die Schlösser wieder funktionieren. Bericht von Derrick Ford. Oh, Alter. Oh, lesen, lesen, lesen. So. Lesen. Bei den Kämpfen verwundet. Bericht von Derrick Ford. Oh, habt ihr bald? Okay, okay, okay. Seine Kennzeichen sind fehlende Hautfetzen, Rasiermesserscharfe Klauen, pflanzenartige Zunge. Achso, dieser, der, ja, lecker. Wir haben sie vorläufig lecker getauft, also lecker. Naja, so in etwa. Ja, Einsatzbericht Nummer 1 wurde gespeichert, okay, habe ich. So, dann guck ich mal weiter rum, in der Hoffnung, dass ich hier irgendwo eine scheiß Karte finde, damit ich mal weiß, wo ein paar Räume sind, wo ich am besten rein kann und wo ich nicht rein kann. Das sieht hier schon wieder... Rüber hängt ein Ölgemälde. Der Titel lautet, öffne das. Okay, dann Öl, also benutzen. Machen wir mal, wa? Vielleicht habe ich Glück und da kommt die Karte. So wie im ersten Teil. Aha. Ist nicht das, was ich eigentlich gerade erwartet habe, aber okay. Roter Edelstein mitnehmen, ja. Kann ich erstmal nicht machen, weil das ist nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Weil ich wollte ja... Oh, hier liegt noch was. Oh, Patron. Nehme ich gleich mit. Vielen Dank. So, noch irgendwas? Oder ist der Raum clear? Warte mal, ist der Raum wirklich clear? Ich weiß nicht, wurde mir angezeigt? Nee, es wird mir angezeigt, dass es droht ist. Okay. So, und da ich erst in diesem scheiß Raum war. Und, ich muss da hier irgendwo... Na gut, okay, wir gehen mal wieder zurück. Ich noch mal durch die andere Tür? Ja, komm, wir gehen noch mal durch die andere Tür. Wir gehen noch mal hier lang. Boah, Schock. Ey, ihr Elenden. Ja, okay, die Tür ist auch offen, okay. Und diese ewige Sequenz, wenn die Tür aufgeht. Das hatte ich auch nicht. Okay, 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 okay. Den rum lassen wir noch erstmal in Ruhe. Okay, ja. Ist mir nicht. Also gehen wir mal zurück zu dem anderen Scheiß. Bloß nicht so nah an dem Fenster ran, weil die sehen schon so komisch aus. Oh, 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 los, weg hier. Ich will hier nicht bleiben. Okay, durchgegangen. So, aber... Hier war ja, glaube ich, da. Nee, ach nee, die rum... Doch, die Tür war... Ah, die Tür war zu gewesen, okay. War ja was gewesen. Ah, der hat den Kopf verloren. Also wurde abgedreht. Ist durchgedreht. Whatever. So, Leute. Irgendwie muss ich... Wie komme ich denn an den Scheiß ran? Mann, die Mucke. Kann die mal bitte aufhören? Das macht das alles... Alter, ist hier irgendwas? Es ist nur gemacht, das sehen zu können. Da sah so aus, als würde da was liegen. Aber die Schublade ist verschlossen. Das heißt, ich brauche... Irgendwas Schlüsselartiges. Also, gucken wir mal hier. Kann ich den Scheiß hier irgendwie bewegen oder so? Nee? Kann ich nicht bewegen? Das sieht auch schon so aus, als würde hier... Nee? Eventuell? Was weiß ich? Keine Ahnung. Gut. Rausgegangen. Na, alles klar. Große Haupthalle. Mhm. Ja, aber das ist ja wie wenn wir im ersten Teil in so eine große Haupthalle reinkommen. So ist es nicht anders. Ah, guck mal, ich glaube hier vorne war eine Tür gewesen, oder? War hier vorne nicht eine Tür gewesen? The fuck? Von der anderen Seite verschlossen, ja, das ist richtig. Ah, na wahrscheinlich, hier vorne. Oh, cool, finde ich gut. Aber wo, hier genau die Tür meine ich. Die wurde gerade nämlich aufgemacht mit der Schlüsselkarte. Ach, wir müssen einmal Claire suchen, wa? Fällt mir mal gerade so ein. Oh nein, Alter. Ich ziel auf den hier rechts und er schießt den linken an. Okay, okay, okay. Übertreibt man nicht. Jetzt reicht es hier. Dann mach mal jetzt einen auf Rambo. Also. Kann ich hier rein in die Tür? Kann ich, okay. Gut, das ist schon mal geil, dass ich in die Tür rein kann. Wäre ein bisschen blöd gewesen, wenn ich da nicht hätte reingehen können. Ist nicht dein Ernst. Verbinden. Oh, mal gucken. Ja, der Kopf bewegt sich hier schon.
So, der ist auf jeden Fall tot. Auf jeden Fall will ich den Raum sauber haben. Der andere Raum ist mir erstmal scheißegal. Hauptsache ich. Weil die stehen ja immer noch an der gleichen Stelle, die Zombies. Boah, ihr haltet echt so viel aus, Alter. Das ist doch unnormal. Ach ja, erstmal nachladen, wa? Warum zappe ich hier noch? Ach, da hinten ist noch einer. Ach so, den habe ich gerade übersehen. Gut, dann ist wahrscheinlich diese Zappelbefähigkeit oder was das sein soll. Dann ist es wahrscheinlich so gewollt und kommt jetzt in meine Richtung oder läuft der jetzt echt da lang, wo die Zombies liegen? Okay, er kommt in meine Richtung und wieder am Fahrband gefunden. Okay, nimm mal mit. Jetzt ist ja nicht so verkehrt. Weil wir hier. Oh, der ist umgefallen. Aber er ist noch nicht tot, weil er zappelt nicht. Jetzt zappelt er, oder? Zappelt er? Aber er läuft aus, oder? Tatsächlich, er läuft aus. Aber es ist sehr schwer zu erkennen. Ah, guck mal hier, der Safe. Was wartete? Zwei? Nee, halt, zurück. Was waren denn die Wesen nochmal? Hier, nee, nein, Mann. Oh, die Steuerung. Alter, warte mal hier, war das die Wesen? Ja, das war die Wesen. 2236, okay, ich hätte es falsch gemacht. Ja, ich wollte nämlich 2263 eingeben. 2236. Oh, Shotgun-Munition. Nehme ich, was ist denn das? Eine Puzzle. Oh, die Karte. Geil. Finde ich schon mal mega fett. Jetzt habe ich die Karte. Okay, er hat den Tresor zugemacht. Ah, Schock. Verbinden. Mal gucken, wie wir da reinpassen. What? Never. So, es liegt hier noch irgendwas rum oder so? Weg den Pulstol-Munition. Ah, kick meine an. Und ein grünes Kraut. Ja. Okay, ich gehe kurz zurück. Und werde ein paar Sachen ablegen. Dann werde ich mir diese grüne Kraut nochmal holen. Und vorher gehe ich aber, lasse ich die Spasten da erstmal in Ruhe. Aber ich habe die Karte. Das ist schon mal, das ist erstmal das, was ich haben wollte. Ich wollte die Karte haben, habe ich bekommen. So, aber wo ist Claire? Und weil es so schön war, die Musik nochmal kurz zu Ende vorbeilaufen lassen. Na? Da, die Stelle. Ah ja, das ist eine schöne Klavierstelle. Ja, egal. So. Ja, Kiste, genau. Die wollte ich gerne. Komm mal her hier. Weil ich hab nämlich dich gerade gefunden. Oh, das ist natürlich geil. Dass er gleich kombiniert. Das ist natürlich nicht schlecht. Dich brauche ich nicht. Und dich brauche ich nicht. Aber das Messer lasse ich lieber drin, weil das ist eine sichere. Das Kraut, glaube ich, brauche ich auch erstmal nicht, wa? Das kommt nochmal gleich dahin, weil das ist halt einer der wichtigsten Sachen in dem ganzen Spiel. Und würde dieses Kraut nicht sein, wir wären schon längst gestorben, wa? Okay. Ohne Momente. Hey, jetzt sofort weiter, weil ich habe nur kurz was getrunken. So, du gehst mal durch die Tür, ich mache mir mal schnell in der Zeit eine Zigarette oder so. Oder fang mal an, ein bisschen zu laufen. Ah nee, das war ja dieser komische Raum mit den vier Zombies gewesen. Wäre es blöd, sich da eine Kippe zu machen. Aber ich bin mal gespannt, ob ich. So. Und die Mucke. Es hört einfach nicht auf, Leute. Es hört nicht. Was denn hier? Das sieht schon komisch aus. Das blinkt doch hier. Was ist denn das? Da liegt doch was, oder? Liegt hier was? Da? Oder so? Nee? Nicht? Liegt hinten was? Du wolltest mir doch nicht erzählen, dass hier nicht liegt. Alter, das ist ein Büro. Das ist ein Polizeirevier. Muss doch irgendwo was rumliegen, was brauchbar ist oder so. Never, Alter. Ey, kommt schon. Kommt schon. Irgendwas muss doch hier rumliegen, oder? Was ist denn hier? Und auch wenn es nur eine Notiz ist, ist mir egal.
Was haben wir denn hier? Nichts. So eine Scheiße aber auch. Ach ja, das klar, der grüne Kraut. Ich hatte es fast vergessen. Meinom? Grünes Kraut, aber. So, liegt hier noch was? Oh, hier liegt noch was. Oh, noch ein grünes Kraut. Ich glaube es ja nicht. Ich werde nicht mehr. Oh, wartet alle die Wiesen? Ja, scheinbar schon. Scheinbar war das alles. Aber hier ist noch ein Raum, also gehe ich mal noch hier schnell gucken. Ist nicht dein Ernst, oder? Ey, wie du. Lebst du? Nee, er ist tot. Patron! Geil, finde ich gut. Hat er noch was? Hat er noch was? Kann ich. Halt, Moment, ich gehe mal kurz auf die Karte gucken. So, wir haben jetzt die Karte. Also da. Oh, da ist eine Treppe. Was bedeuten denn jetzt auf immer die blinkenden Symbole? Also, da die Haupthalle, die sehen wir ja. Da können wir ja raus, das ist ja richtig. Aber, was bedeuten... Ach ja, na klar, der eine Raum da, das ist ja verschlossen. Also elektronisch verriegelt. So, dann ist der... Das ist, glaube ich... Doch, das ist der Empfangsraum, na klar. Das ergibt... Nee. Nee. Macht ja keinen Sinn. Moment, ich bin gleich fertig. Immer mit der Ruhe. Alles cool, alles cool. Ja. Ach, manchmal. Was tut man nicht alles für die Nerven? So. Okay. Wir sind unten an der Tür da. Das heißt, wir... Geh mal nach oben. Halt, Moment mal, warte mal. Da hinten, hier geht's ja auch noch mal lang. Wo geht's denn? Wo führt denn jetzt auf einmal diese Tür hin? Aber das ist natürlich geil, dass mir da die... Ach ja, die... Okay, die scheint... Dass da... Und dem Schlüsselloch ist sein Herz eingraviert. Okay. Dass der Pfeil angezeigt wird, wo genau ich mich befinde, damit ich, besser schalten kann. Oh, wir sind draußen. Oh, und da ist Kraut. Oh, man hört die Zombies, Alter. Sagt er hier auch irgendwas dazu? Nee, scheinbar nicht, wahr? Gut, dann nehmen wir mal das Kraut mit, lagern es gleich ab. Und, ich glaube, werde dann... Ja, nee, komm, ich hol dann noch das andere Kraut. Und... Immer so an, als würde sich hier gleich irgendwas bewegen oder auf mich stürzen. Das ist doch ekelhaft. Ah, dieser Kackventilator, der ist daran schuld, alles klar. Da habe ich den Übeltäter. Na hopp, geh durch die Tür, ich. Moment mal. Ich glaube, ich werde mal. Okay. Alter, halten die aus! So, das dürften alle gewesen sein, Leute. Ja, das waren definitiv alle gewesen. Ja, die zappen. Die zappen auch. Okay, der ist tot. Solange ich durchlaufen kann, sind sie tot. Okay, weiß ich schon mal Bescheid. Wer jetzt nur, ich bin ein Sprachfehler. Es wäre nur blöd, wenn die dann wieder auf einmal dastehen, sobald ich in den Raum komme. Weil dann habe ich eigentlich, dann habe ich übelste fette Munitionsverschwendung gerade gemacht. Aber genau das wollen wir ja nämlich vermeiden. Weil wir wollen ja so viel Munition haben, wie nötig ist, wa? Ist einer der... Ach, ich weiß nicht. So, Kraut hier hin. Kraut hier hin. Und grünes Kraut gleich hier hin. So. Alles klar. Werde ich mal gleich wieder zurückgehen. Dann werde ich mal gleich noch die anderen Kräuter einsammeln. Die ich da habe vergessen. Oder was auch immer. So. Dann hier lang. Aber wofür ist der rote Edelstein? Wofür ist der rote Edelstein? Ich werde das noch rausfinden. So, hier war ja... Okay, die stehen nicht mehr da. Das ist schon mal geil.
dass die nicht mehr hier stehen. Weil ich, ja, ich brauche halt die Munition, wa? Obwohl ich ja eigentlich gesagt habe, sobald ich viel Munition habe, baller ich gerne ein bisschen rum. So, dann noch einmal kurz fix in den Raum da hinten reingehen und dann die Kräuter holen. Und dann komme ich, glaube ich, gleich wieder in Versuchung und will die Treppe hochlatschen und dann kriege ich wahrscheinlich wieder die übelsten vom Kopf. Hm. So, so. Aber ich bin ja einer, der gerne sein Glück herausfordert. Warum habe ich denn jetzt schon... Ach nee, ja, klar. Ich habe zwei Kräuter eingesammelt. So, hoch hier. Oh, keine Sequenz. Oh, und noch ein Kraut. Oh, wir sind, glaube ich, gleich im zweiten Stock, so wie es aussieht. Gut, wir haben Kräuter und von der anderen Seite verschlossen. Alles klar. Gut. Weiß ich Bescheid, hier brauche ich nicht mehr hingehen. Und ich höre die Zombie-Gestöhne rum hier, bla 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 bla, fucking bla. Egal, durch die Tür. Und dann weiter sterben unter Schrecken und whatever. Jo, du bist ja eh tot, also du bist cool drauf, ja. Du stehst eine Runde. Er hier anscheinend nicht, er hängt wieder an irgendeiner Tischkante fest. Ach man, ist das schön. Ah, manchmal ist das okay. Manchmal ist das nicht okay. Aber ich... Ich weiß es nicht. Moment mal. Ich guck mal kurz auf die Karte. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, da ist ein gelber Raum. Der kann betreten werden. Also gelb bedeutet offen. Definitiv. Das heißt, wir gehen hier lang. Oh nein, hier liegt schon wieder überall Blut drum. Aber ich guck mal hier. Darin ist nichts Nützliches. Sicher? Ich meine, du warst vorhin in deinem Schreibtisch gewesen. Da hast du zweimal Kräuter gefunden. Also erzähl mir nicht, dass da nichts Nützliches ist. Dass da nichts Nützliches drin ist. Und ich höre schon wieder. Nee, 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 nee. Du lebst nicht, oder? Lebst du? Nee, du bist tot. Okay. Aber hier hängt noch. Hier geistert noch irgendwo einer rum. Oh, da sind sogar zwei von denen. Ah! Nein! Nein! Wow! Das Schloss! Hurra! Verpiss dich! Sogar Frauen, Alter, ja? Oh! What the fuck? Was ist mit dir nicht richtig, Alter? Hure! Ich glaub's ja nicht. Okay. Gut, dass ich Kraut mitgenommen habe, Alter. Du bist am Leben? Nee, du bist tot. Boah, da ist noch einer von den Spasten, ey. Aber Moment mal. Ich will ja mal gucken. Das war, glaube ich, was war denn für einer gewesen? Das war okay, war ein Zivilist anscheinend. Das heißt, ich geh mal, vielleicht kann er hier. Das ist eigentlich ein Polizist, also. Wie geistert keiner mehr rum? Oh, das ist rote Kraut. Oh, ich glaub's ja nicht. Oh, 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 rote Kraut. Geil. Nehme ich mit. Rote Kraut genommen. Dann mal gleich verbinden, gleich kombiniert. Oh, und die Nachricht möchte sie mischen? Ja. So. Karte. Ich bin jetzt da, also. Jetzt nach vorne von der Tür. Kann ich da rein? Verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist ein Kreuz eingraviert. Okay. Warte mal. Dann ist wahrscheinlich... Ist die Tür markiert? Tatsache. Kreuz, Rot, Pik. Okay. Okay, die Türen sind... sag schon, die sind farblich gekennzeichnet. Das ist schon mal geil. Das heißt, wenn ich bestimmte Schlüssel finde, weiß ich, wo ich hingehen kann. Oh, da liegt was. Was blinkt denn hier? Und wieder was zum Lesen. Oh, ist nicht dein Ernst. Ja, komm, nimm den Scheiß hier. Ui, ein kleinen Schlüssel. Na klar, nehm ich. Ein? Das Regal ist nicht besonders zu sehen. Ein Zauberspiegel. Aber da drinnen liegt was. Was liegt denn da drinnen? Kann ich da irgendwie rein? Kann ich da rein? Hey, ich will da rein. Lass mich da rein. Hure. Hure. Ich will da rein. Moment mal, das heißt, ich kann den Schreibtisch benutzen da. Den ich da gefunden habe. In dem, dann heißt es, ich kann... Nee, kann ich nicht. Warte mal. Ich war gerade in dem Raum da drin, war richtig? Das heißt... Ach, okay, wieder so ein markierter Scheiß. Ah, alles klar, okay. Ich hab schon verstanden. Da, genau, den meine ich. Und im Schlüssel ein Karo eingraviert. Okay.
Gut, dann wird es mal Zeit, dass wir uns langsam mal auf die Schlüssel, auf dem Weg nach den Schlüsseln machen, wa? Und, aber vorher müssen wir, glaube ich, durch den Empfang gehen oder so? Müssen wir durch den Empfang? Nee, müssen wir nicht. Doch, müssen wir. Wenn wir da lang, weiter lang wollen. Warte mal, liegt hier hinten irgendwas in der Ecke oder so? Ach, George Scott. Nichts Verdächtiges, okay. Juhu, dann wäre das soweit erstmal hier alle geklärt. Ich wollte doch gar nicht durch die Tür, Mann. Und wieder zurück. Oh mein fucking Godness. Fresse! So, wir müssen jetzt... Da, wo die Kiste war, da gehen wir erstmal hin, weil da war nämlich ein Schreibtisch gewesen, der zu war. Und ich werde den Schreibtisch aufmachen. Warte mal. Ich muss mal kurz überlegen. So, hier kann ich... Da hinten ist er. Da. Schlüssel benutzen? Ja. Und Munition gefunden. Na, das ist doch hervorragend. Das klingt doch schon mal gut. So. Karte. Wo ist denn... Da ist noch eine gelbe Tür. Da ist noch... Oh, da ist ein großer Raum. Da war ich aber noch nicht drin gewesen. Und da war noch... Der Raum war abgeschlossen gewesen. Ich muss irgendwie... Warte mal. Überall, wo blau ist, war ich schon drin gewesen. Das heißt, ich habe irgendwo was übersehen. Ich muss irgendwas übersehen haben. Also gehen wir nochmal in den großen Raum, der da vorhin da war. Oh, dieses Fenster. Oh, ey. Oh. Hier lang, genau. Weil ich will ja durch den Raum da hinten gehen. Ja. 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 Weil da muss ja irgendwas drin sein. Da muss ja irgendwas sein. Irgendwas muss doch da sein. Was ist denn hier eigentlich? Ist hier noch irgendwas? Liegt hier noch irgendwas irgendwie so rum oder so? Das sieht schon... Das sieht alles so komisch aus. Hier, den Raum meine ich. Den Raum meine ich doch. Meine ich doch. Genau. Hier muss doch irgendwas liegen oder so. Irgendwas muss doch hier drin sein. Sieht aus wie eine Einsatzkarte, ja. Ist klar. Was ist denn hier? Verstehe ich nicht. Leute, ich glaube, ich sitze gerade in einer Klemme. Ich glaube, ich sitze in einer Sackgasse. Hm. Oder ich muss einfach mal in die Halle wieder zurückgehen? Ja, okay. Okay, 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 okay. Gut, Leute, dann gehe ich nochmal zurück in die Halle, nehme mir nochmal kurz einen roten Edelstein mit. Vielleicht kann ich den ja irgendwo da einsetzen, da, was ich da gerade so gelesen habe. Direkt am Anfang. Warte mal. Da war ich da. Da ist eine Treppe. Ah, na klar! Natürlich! Na klar! Natürlich. Hatte ich ja fast vergessen. Da war ja noch ein Raum gewesen mit drei Zombies drin. Genau hier war der gewesen. Genau das meine ich doch. Genau. Bäh. Ja, das war er gewesen. Aber dich knall ich ab. Weil du kommst mir verdächtig zu nah. Oh, 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 oh. Also los! Hurra! Ey, ihr kleinen Drecksviecher, Alter. Wie ihr mich abfacken wollt, ja? Ja, erstmal Rücken schießen, diese Schlampe. Ich schieße über den Haufen. Bist du tot? Ja, du bist tot. Ich bin schon wieder fast tot hier, Alter. Boah, ich musste in den Kopf reinkriegen, dass ich mit Starttaste nicht in das Menü komme. Warum stirbst du nicht, Mann? Stirb doch bitte! Was ist das für ein Scheißspiel? Nein, scheiße nicht. Oh, jetzt hat er mich wieder... Oh, das ist nicht dein Ernst, Alter. Warte mal. Warte mal. Da war ein Raum gewesen gerade. Ach, verschlossen. Okay.
grünes Kraut. Geil. Nehme ich gleich mit. Gleich mitgenommen. Aber mit grünen Kräutern ist irgendwie gerade übelste Party angesagt, wa? Aber der hält auch nicht wirklich viel aus, so ich gerade sehe, oder? Nehme ich gleich nochmal vorsichtig selber mit. Ja, okay, grünes Kraut genommen. Kann ich hier rein? Ich kann da rein. Ah ja, natürlich, da war ja ein Raum gewesen. Ach, die Mucke. Na, was ist denn hier? Hier liegt doch irgendwas, oder? Eine alte Schreibmaschine, damit können sie ihre Fortschritte sprechen. Aber da liegt noch, da liegt hier, hier liegt eine Notiz. Da. Einsatz, oh nein, nicht Einsatzbericht, okay. Müsst ihr dann Pause machen, ich will mir die jetzt nicht alle durchlesen, wa? So. Ihr könnt dann Pause machen von mir aus. Was ist denn? Ein Patron? Hey, schön. Nimm ich. Noch irgendwas? Ne? Ne? Wirklich? Gut. Aber. Ich glaube, ich sollte mal aufspeichern, oder? Nee, ich glaube. Nee. Ich glaube, nicht einmal gespeichert. Noch nicht einmal gespeichert. Aber. Halt, 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 halt. Okay, Papier und Büromaterial. Gut, dann. Ich hab's geahnt. Treppensteigen. Auch so eine Sequenz. Oh, das hört sich schon wieder so mysteriös an hier. Hier, das hört sich schon wieder komisch an. Irgendwas ist hier doch. Irgendwas ist hier. Was, der blinkt was? Was blinkt denn hier? Was ist denn hier los? Ach, das war der Raum, den wir vorhin gesehen haben. Auf dem Halter steht der Gott der Sonne und der Gott des Mondes. Wenn ihr Blick auf mir ruht, findet meine Seele endlich Frieden. Ich glaube, ich weiß, was gerade gemeint ist. Ich, ah, okay. Okay, ich hab's. Nee, halt, Moment mal. Ah! Warte mal, oder? Ah, okay, ich hab's begriffen. Okay, okay. Alles klar. Also, unser erstes Rätsel. Wir müssen die Statue. The fuck? Ja. Ah, hier, da ist er. Was ist denn hier los? Kann ich dich nicht bewegen oder so? Doch, ich kann nicht bewegen. So, dann schiebe ich dich mal hier vorne hin. Weil der sagt ja, wenn die Blicke auf mir ruhen, findet meine Seele endlich Frieden. Das heißt, wir müssen die Statuen so hinschieben, dass die beide darauf gucken. Auf die Statue, also hier vorne oder so. Also so hier. Okay. So ist er mal richtig. Aha, da passiert was. Ich glaube, das erste haben wir gerade geknackt. Und ich habe das miese Gefühl, sobald ich den irgendwie da, den komischen Stein da habe, werde ich direkt angegriffen. Oh. Also, das ist wieder mit so einem genauen, Hinstellen, damit der auch die Statue schiebt. Ansonsten läuft der voll Moonwalk-Style. So. Dann nehmt mal her das Steinchen. Und Rennen geht nicht, also müssen wir anscheinend normal laufen. So, Spuck aus! Merci. Hört sich an, als wäre da irgendwie ein Glasrohr runterfahren oder so. Gib her, den Scheiß. Gib her! Roter Edelstein. Ja, genommen. Danke. So, das wäre dann unser zweiter Edelstein. Aber wir sind ja... wir sind... Moment. Moment, Moment, Moment. Ich muss mal kurz zurückgehen und ich muss mal hier, sag schon, ich muss mal ein paar Sachen ablegen. Weil ich will ja ein bisschen Platz haben und ich möchte gerne so und so hier, da und einmal da lang, bitte, danke. Mhm. Dum, 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 dum. Oh, du bist am Leben? Ja, du bist am Leben. So, grüne Kräuter. Hier hin. Der grüne Edelstein, der kommt bei hier. Und du kommst dahin. Oder? Warte mal. Okay, kann ich nicht kombinieren? Schade eigentlich. Das wäre ja geil gewesen. Ist hier noch irgendwas drin oder so? Verschlossen. Ich bräuchte einen ganz besonderen Schlüssel. Ach. Du bräuchtest also einen ganz besonderen Schlüssel. Ich brauche...
Jo, okay. Alles klar, Herr Kommissar, weiß ich Bescheid. Gut, dann gehen wir mal nach oben wieder. Erneut Treppenzähne steigen. So episch. Man kann sich ja nichts Besseres vorstellen. So, dann glaube ich. Warte mal. Warte mal. War das der rum gewesen? Der Türlauf dreht sich, aber die Tür bewegt sich nicht. Scheinbar wird von der anderen Seite her versperrt. Okay. Also ab durch die Tür hier. Ich meine, da kommt wieder so ein scheiß langer Raum. Das heißt wahrscheinlich wieder irgendein behinderter Vieh. Psch. Ah, Zombies. Ich hab's geahnt. Das hört sich aber nach, nicht nur nach nur zwei an, sondern nach drei oder vier. Verpiss dich! Sag ich ja. Drei oder vier. Aber würdest du mal bitte jetzt so umfallen? Wie viel hältst du denn aus, Alter? Das ist doch nicht mehr normal. Okay, du läufst aus. Das ist schon mal gut. Okay, Moment. Moment, Moment, Moment. Ich muss gucken hier. Wo bin ich? Ich bin... Ah, da ist ein Raum, der ist offen. Und, aber ich gehe vorher noch kurz weiter, weil da kann ja eventuell noch irgendwas rumliegen. Was ich dann... Ah, kick mal hier. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ist hier irgendwas? Ist irgendwas? Okay, hier ist nichts. Was liegt denn hier hinten? Was ist denn hier? Was ist denn... Peak. Okay, davon hat man jetzt schon zwei Türen. Zwei Peak-Türen. Was ist denn hier? Staff-Büro. Oh, oh, vielleicht ist ja da Claire drin. Na, mit Sicherheit. Da muss Claire drin sein. Nicht? Claire ist nicht hier drin? Ohne Scheiß? Das Bild endet so. Ich würde wetten, dass ihr Freund. Akten über. Ah, Moment, Moment, Moment. Hier, irgendwas liegt hier doch hier. Oh, Heilungsspray. Na, wie geil. Na, das ist ja mal nice. Das finde ich ja mal fett gerade. Ah, völlig verwüstet. Jemand muss den Schreibtisch durchgewühlt haben. Aha. Was liegt denn hier? Liegt hier irgendwas? Da liegt eine Knarre, oder? Liegt da eine Knarre? Hier? Da? Achso. Achso, das ist nur ein Replik. Okay. Das ist doch scheiße. Das ist doch kacke. Was liegt hier hinten? Verschiedene Trophäen. Sieger des Jahres, Schützenwettbewerb, Chris Redfield. Ja, er ist Scharfschütze. Ist klar, dass er Schützen... Oh, hier liegt was. Oh, Patron. Ist klar, dass er da halt gewonnen hat, wa? Weil als Scharfschütze ist halt heftig, deftig, wird sich gut, wa? Ja, völlig verwüstet, ich weiß. Aber das... Das Bild eines Mitarbeiters ist das. Ah, guck mal hier. Da unten haben... Unten der zweite von rechts ist... Jill Valentine, rechts oben von zweiten ist Barry Burton. Der dritte von rechts mit der Sonnenbrille, ist klar, wer das ist Wesker. Der zweite unten links, das war Enrico gewesen. Aber, wo ist denn Chris? Ich glaube, Chris ist in der Mitte. Aber sind die anderen wen? Okay, die anderen kann ich nicht wirklich zuordnen. Ah, hier. Ich glaube, einer von denen ist auf jeden Fall Richard und... Und der da unten ganz rechts ist, Joseph. Das weiß ich schon mal. Okay. Ja, ist aber halt... Keine Ahnung, warum ich das jetzt weiß oder warum ich das euch sage. Ich wollte ein bisschen für Unterhaltung sorgen, aber irgendwie... wollt ihr mich verarschen? Hier muss doch irgendwas sein. Irgendwas ist hier los. Aber verschiedene Geräte und Instrumente, offenbar Informationen gesammelt. Ja, das ist klar. Boah, Schock, Alter. Was haben wir denn hier? Schrotgewehr? Hab ich doch schon. Ich hab doch Schrotgewehr. Aber... Ohne Scheiß. Moment mal. Warte mal. Warte. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen, da wo das kleine blaue Feld ist. Ich komme nicht weiter, Alter. Komme ich jetzt echt nicht weiter? Sitze ich in der Sackgasse? Nee. Kann doch ja nicht sein. Hier muss irgendwo was rumschwirren. Irgendwo muss hier was rumliegen. Hier oder so. Kick mal einer an. Was haben wir denn hier? Der Schreibtisch ist durch. Was haben wir denn hier? Da liegt doch irgendwas. Was ist denn das?
Chris Tagebuch. Er will mir einfach nicht tun. Ich bin mir sicher, dass Umbrella in diesem Gebäude ihren Tierivirus-Forschung betrieben hat. Jeder, der sich damit infiziert, wird in einen Zombie verwandelt. Aber das gesamte Angehörigen ging bei der Explosion in die Luft zusammen mit allen eventuellen Beweisstücken. Und da so viele Leute in der Stadt für Umbrella arbeiten, will keiner den Zwischenfall drehen. Dann gehen wir die Idee raus. Wir haben eine Menge komische Berichte über Monster, an der verschiedenen Stelle der Stadt aufgetaucht sein sollen. Das muss mit Umbrella zusammen. Ja, richtig, mit Jill und Barry Silver habe ich endlich wichtige Informationen zu diesem Fall gefunden. Umbrella hat mit dem Forschung im neuen Projekt, dem G-Virus, einer Variante des Original-T-Virus. Oh, die haben einen neuen Virus? Interessant. Sie haben den noch nicht genug Schaden angerichtet. Haben Sie denn noch nicht genug Schaden angerichtet? Wir haben darüber geredet und beschlossen, ins Hauptquartier von Umbrella nach Europa zu fliegen. Okay, Chris ist angeblich in Europa, alles klar. Bitte vergib mir, Claire. Oh, okay. Ui. Dein Ernst? Oh, Alter. Leon. Alter, du Bitch, erschreck mich doch nicht so, Mann. Still among the living. Leck. It looks like we're not gonna find your brother here after all. Nach Europa. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Ja, leck doch noch mehr, du Scheißspielmann. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. Wofür denn? Das hat doch im ersten Teil auch nicht funktioniert. That way we can keep in touch if anything happens. Kann ich dich irgendwie? I can't believe what is happening to this city. Ja, leck mich am Arsch. Ich hab keinen Bock jetzt auf dich. Aber, jetzt habe ich zweimal eine Schrotflinte. Warum? Wofür? Beruhig dich. Kann ich der Schlampe nicht irgendwie eine geben? Ah, halt. Nee, hier lang. Da muss ich lang. So, liebe Leute, ich geh nochmal kurz runter. Leg ein paar Sachen ab. Nimm mir dann die komische Medaille, die dann da war. Und nimm mir auch dann gleich zusätzlich ein Farbband mit. Damit ich dann die Medaille da einsetzen kann. Und, erstmal direkt abspeichern kann. Was wahrscheinlich wieder so ein Stundenvideo oder was das sein wird jetzt hier. Aber wer das nicht sehen will, der braucht nicht sehen. Entweder, ja, keine Ahnung, mal schauen. Lassen wir uns überraschen. So, wo kommen wir jetzt hierher? So, die Schrotflinte. Schwachsinn, brauche ich eigentlich ja nicht. Weil ich habe eine. Ah, 5 Schuss, ja. So, du kommst hier hin. Na, alles ein bisschen sortiert. Ordnen da. Alles, was gleich ist, gleich. So wie der Typ von Melke mittendrin. Der Rothaarige. Blau zu blau. Rot zu rot. Wo er die ganzen Sachen ordnet. Und dann auf einmal ein Foto von... Oh, nee, Kopfkino, oh mein Gott. Nee, will ich nicht weiter erwähnen. Oh. Boah, da läuft mir eiskalt den Rücken runter. Oh mein fucking Gott. So, was heißt zweimal eine Schrotflinte? Warum ermöglichen die mir, eine zweite Schrotflinte zu finden? Mann, du Bitch, was gammelst du denn noch hier rum, Alter? Ich denke, wir wollten uns aufteilen. Einhornmedaille. Jo, die kommt wahrscheinlich dann unten. I can't believe what is happening to this city. Ja, du gammel mal hier rum, das ist mir scheißegal, mach doch was du willst. Ich verpiss mich, auf Wiedersehen, haus da rein. Wenn du sterben willst, stirb. Aber ohne mich. Die Scheiße machst du alleine. So, dann mischen wir hier lang.
Und dann gehen wir einmal komplett nach unten. Und dann müssen wir wieder Treppen steigen. Ah, das wird so schön. Hallo, Mr. Treppe. So, hier lang. Und dann ab durch die Mitte. Warte mal, hab ich nicht? Nee, hab ich nicht. Ich hab's eingesammelt, basic. Ich hab's eingesammelt, so. Du Fotze, Alter! Schön, wenn ich gerade ein bisschen laut geworden bin. Das tut mir unheimlich leid. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Was hab ich mich gerade erschrocken? Ich spiele ja mit Kopfhörer, ja? Also mit Headset. Und das ist ja auch nicht gerade leise. Alter Schwede. Das könnt ihr doch nicht machen. Verdammt, ich habe ein schwaches Herz. Nein, habe ich nicht, aber egal. Es geht mir zu tief. Ich glaube, ich bin einfach abtief von denen. Gut, Mann. Guck mal, der Schlüssel ist sogar farblich markiert. Das ist ja mal geil. Dann weiß ich ja jetzt, wo ich überall hingehen kann. Dann gucken wir mal. Da kann ich hin. So, das ist der einzige Raum, wo ich hin kann. Und? Ich glaube, das tickt mir runter. Weil ich habe jetzt schon, einen Ohrwurm davon. Ich kann das. Weg nicht. Ich hab einen Ohrwurm davon, das ist total geil, okay. Weiß ich nicht. Das ist halt. Los, ist halt so, wa? So, ich. Boah, der Farbbaum brauche ich erstmal doch nicht, wa? Joa. Joa. Dann gehen wir mal kurz hier fix lang. So, wir haben unseren ersten Hausschlüssel. Also, beziehungsweise Revierschlüssel. Und zwar die Peak-Schlüssel. Und damit werden wir auch so gleich die erste Tür anlocken. Der Kopf wird, ja, schön zu wissen. Hier. Revierschlüssel benutzt. Auf jeden Fall muss in diesem Raum was sein, wenn der so markiert ist. Aha. Ja? Welche Auffangungsgabe du heute wieder hast, Leon? Was haben wir denn hier? Treppe? Treppe? Eine Kugel? Okay. Ja, ach ja, ich muss ja. Oh, ich muss echt laufen? Okay. Oh, was haben wir denn? Wir haben eine Kurbel. Das ist also eine viereckige Kurbel. Das sieht man schon. Aber. Illustration. Farbband. Kann ich aber nicht mitnehmen. Okay. Farbband. Kann ich aber nicht mitnehmen. Okay. Das liegt da wahrscheinlich irgendwo einfach so rum. Aber was das. Patrouillenbericht? Wir hätten eine Meldung über ein welches Verdienium, das sich in der Kanalisation der Pforte von Recruiting hat. Okay. Aha. Ich könnte folgende gegen den Plastiksprengstoff, elektronischer Zünder, Patronen, Nachtsichtgerät, Defekt. Ende des Berichts, okay. C4 also, ja? Ist hier noch irgendwas oder so? Okay, ich schieb das Teil mal irgendwie. Ach ja, kann ich gar nicht zurückschieben. Hahaha. Gut, aber okay, jetzt gehe ich speichern und mache einen Cut. Aber jetzt wirklich, weil, geht nicht. Geht nicht, will ich nicht, kann ich nicht, möchte ich nicht.
Alter, ich hab mich erschrocken. Oh, warte mal, wo ist denn der andere rum gewesen? Der andere rum war da. Ach du Scheiße, Alter. Okay. In der nächsten Folge wird es dann halt so ablaufen, dass wir dann uns in den zweiten Stock begeben und dann halt alle da oben da mal so durchsuchen, weil da jetzt extrem viel, was man da so finden kann. Das sieht mir komisch aus hier. Das kann doch nicht so da sein, oder hier? Liegt hier irgendwas? Nee, okay, hier liegt tatsächlich nicht. Gut. Na, hier. Einmal da lang. Danke. So. Du kannst weg. Nein, du bleibst. Dich will ich behalten. Du bleibst immer schön im Inventar. Schlüssel immer im Inventar behalten. Solange man nicht irgendwo in der Nähe von der Kiste ist, sollte man den behalten. So. So, Leute, ich mach dann hier einen Cut. Und sag dann auch erstmal Wesker bis später. Aber vorher? Genau, die Klaviersonate. So, Wesker bis später. Daumen hoch oder ansonsten, lasst es bleiben, wa? Tschüss.